Als ich so 15, 16 Jahre alt war, da habe ich mit meinem Freund darüber diskutiert, was ist für den Erfolg wichtiger, Fleiß oder Talent? Und wir haben sehr lange darüber diskutiert, konnten uns aber nicht einigen, weil mein Freund der Meinung war, Fleiß ist wichtiger, ich war aber der Meinung, Talent ist entscheidend. Aber keiner von uns hatte gute Argumente, sodass der eine den anderen nicht überzeugen konnte. Uns war aber klar, dass die Beantwortung dieser Frage sehr wichtig ist, weil wenn Fleiß wichtiger ist für den Erfolg, heißt das ja, dass ich mich für absolut jeden beliebigen Bereich entscheiden kann. Ich kann mich entscheiden, Musiker zu werden, Ingenieur zu werden, Wissenschaftler zu werden, in jedem beliebigen Bereich. Und ich kann einfach durch Fleiß erfolgreich werden. Wenn aber Talent entscheidend ist, dann macht es viel mehr Sinn, erstmal sein Talent rauszufinden und dann sich auf sein Talent zu fokussieren und versuchen, das Potenzial seines Talents zu entfalten. Das heißt also, wenn ich diese Frage falsch beantworte, kann es sein, dass ich für mein Leben eine Strategie wähle, die sinnlos ist und die mich nicht voranbringt. Deshalb ist es wichtig, dass wir auf einer guten Basis hier eine klare Antwort haben. Und um diese klare Antwort zu bekommen, stellen wir uns einmal zwei Menschen vor. Ein Mensch ist nicht so talentiert und der andere ist talentierter. Nehmen wir als Beispiel im Bereich Mathematik. Und jetzt haben wir beide Menschen auf dem gleichen Niveau. Das heißt, beide können aktuell absolut gleich gut Mathe. Und jetzt geben wir beiden eine neue Aufgabe, die ein bisschen über ihr Niveau hinausgeht. Und die müssen durch Knobeln eine Lösung finden. Was wird passieren? Der talentierte Mensch wird die Lösung viel schneller finden. Weil das Talent, und das ist ein großer Teil des Talents, besteht darin, dass Menschen mit Talent einen intuitiven Zugang zu diesen Aufgaben haben. Das heißt, sie haben ein intuitives Verständnis, wie muss ich hier vorgehen, damit ich eine gute und schnelle Lösung finde. Wie funktionieren diese Sachen? Ein Mensch mit Fleiß kann auch durch Knobeln zu der Lösung kommen, aber er braucht mehr Zeit und mehr Energie. Das ist ja Fleiß, Zeit und Energie. Und gleichzeitig, wenn wir diesem Menschen noch einen Lehrer geben würden und würden sagen, jetzt haben wir eine Aufgabe, die deutlich schwieriger ist und ihr habt einen Lehrer, der euch das erklärt, wie ihr die Lösung findet. Auch in diesem Fall würde der talentierte Mensch die Lösung viel schneller finden. Weil Talent auch darin besteht, dass man neben diesem intuitiven Zugang noch eine deutlich höhere Lerngeschwindigkeit hat. Der fleißige Mensch kommt auch auf die Lösung, aber er braucht mehr Zeit. Und weil wir verstehen jetzt, was Talent ausmacht, können wir ganz klar sagen, dass Fleiß nur unter der Bedingung Talent schlagen kann, wenn der talentierte Mensch deutlich weniger fleißig ist als der Fleißige. Wenn beide Menschen, einer ist talentiert und der andere ist weniger talentiert, aber beide sind gleich fleißig, dann wird der talentierte Mensch, der fleißige talentierte Mensch, den fleißigen wenig talentierten Mensch in jede Situation schlagen. Es sei denn, dass der fleißige Mensch einen deutlich besseren Lehrer hat als der talentierte Mensch, weil die Lerngeschwindigkeit des fleißigen Menschen, der wenig talentiert ist, ist langsamer, aber durch die Qualität des Lehrers kann die Lerngeschwindigkeit extrem gesteigert werden, so dass er trotzdem diesen talentierten Menschen schlagen kann. Wenn ich mir jetzt die Praxis anschaue und mich frage, worauf soll ich setzen? Soll ich auf Fleiß setzen oder auf Talent in meinem Leben? Dann ist die Antwort ganz klar, dass wenn du nur auf Fleiß setzt, dann wirst du höchstwahrscheinlich nicht besonders erfolgreich, weil es gibt ganz talentierte Menschen, die auch ganz fleißig sind. Und ganz besonders, wenn wir über Genialität sprechen, dann ist Genialität so dieser Top 1% in ihrem Bereich. Das sind immer Menschen, die sind sehr, sehr talentiert und die sind sehr, sehr fleißig. Wenn wir als Beispiel Unternehmer nehmen wie Elon Musk oder wie Mark Zuckerberg, wie Bill Gates, dann werden wir sehen, diese Menschen sind als ganz junge Unternehmer schon extrem erfolgreich geworden, waren schon Milliardäre als junge Menschen. Und das geht nur, wenn man einen intuitiven Zugang hat zu den Sachen. Ein Bill Gates oder ein Mark Zuckerberg hat gar nicht so viel Arbeitserfahrung, hat gar nicht so viel Businessbücher gelesen wie ein anderer Unternehmer, ist aber trotzdem viel erfolgreicher geworden, weil sein intuitiver Zugang und seine Lerngeschwindigkeit enorm hoch sind. Für mich, der ich ein ganz normaler Mensch bin, der in keinem Bereich so weit talentiert ist, dass ich sage, wow, ich habe hier ein Talent,
das zu Genialität ausreicht. Ich habe einfach dieses Talent nicht. Ich bin in allen Bereichen relativ durchschnittlich talentiert, in manchen Bereichen deutlich schlechter und weniger talentiert als die meisten Menschen. Es gibt ein paar Bereiche, da bin ich auf jeden Fall vom Gefühl her schon ganz gut ausgestattet, aber jetzt nicht irgendwie so in diesem 1% der talentierten Menschen, sondern einfach, sage ich mal, ein bisschen überdurchschnittlich. Das heißt, wenn ich mich jetzt mit der Frage beschäftige, wie kann ich besonders erfolgreich werden, schlägt Fleiß Talent, hat diese Frage für mich an sich nicht wirklich Sinn. Weil wieso soll ich mit anderen Menschen überhaupt in Konkurrenz treten und versuchen, besser zu sein als sie und sie zu schlagen? Ich meine, ich kann versuchen, möglichst viel Energie und möglichst viel Zeit in einen Bereich zu investieren und versuchen, jemanden da zu schlagen, aber was bringt es mir? Es bringt mich ja viel weiter, wenn ich mich frage, wie kann ich mein Potenzial maximal entfalten? Weil sobald ich mir diese Frage stelle, bin ich absolut bei mir. Und egal wie groß und wie stark mein Talent ist, ich habe immer ein Talent, das deutlich ausgebildeter ist als alle anderen Talente. Und das erkenne ich daran, dass ich in diesem Bereich den besten intuitiven Zugang habe. Wenn ich mich in meiner Freizeit mit irgendwas beschäftige, dann beschäftige ich mich immer mit den Bereichen, in denen ich die besseren Lösungen habe, die mich am meisten natürlich interessieren. Und das ist das Entscheidende für mich, für meine Potenzialentfaltung. Dass ich diesen Bereich nehme, in dem ich am meisten Talent habe und für den ich einen natürlichen Zugang habe und mich dann auf diesen Bereich über Jahre konzentriert, 20, 30 Jahre. Und wenn ich das mache, dann werde ich garantiert in meinem Leben so weit kommen, wie ich mir das heute noch nicht vorstellen kann, dass ich so erfolgreich werden kann, aus einem einfachen Grund, weil wir ja in einer Gesellschaft leben, die absolut nicht darauf ausgelegt ist, Potenzial und Talent zu entwickeln. Wenn wir uns so diesen Standard-Durchschnitt-Bürger anschauen, wie ist die Gesellschaft ausgelegt? Wir gehen zur Schule, in der Schule entwickeln wir noch irgendwie Talente, dann gehen wir zur Arbeit, machen eine Ausbildung, gehen arbeiten und sage ich mal mit 25 als Arbeiter habe ich so gelernt, ein guter Arbeiter zu sein und dann ist mein Ziel in der Regel, mein ganzes Leben lang möglichst stabil und sicher in diesem Bereich zu arbeiten. Die Entwicklung ist nicht ein Teil der Kultur unserer heutigen Gesellschaft, sondern dieser Stabilität und fleißiges Arbeiten. Das heißt aber noch nicht, dass ich mit 25 Jahren mein Talent komplett entwickelt und ausgeschöpft habe. Nein, ich kann mich in diesem Bereich mein ganzes Leben lang verbessern und immer besser werden. Und das ist wichtig für die Entfaltung des Potenzials. Such den Bereich, der für dich natürlich ist und versuch in diesem Bereich nicht immer die gleiche Arbeit zu tun, sondern immer besser zu werden. Und am besten kannst du dein Talent entfalten, wenn du dir noch einen Coach, einen Trainer suchst, der dich unterstützen kann. Und je besser der Coach und der Trainer ist, desto schneller kannst du dein Talent entwickeln und entfalten und desto mehr Potenzial wirst du in deinem Leben entfalten können, weil er deine Lerngeschwindigkeit deutlich steigern kann. Und ich garantiere dir, wenn du dich auf einen Bereich konzentrierst und dich immer weiter in diesem Bereich entwickelst, wirst du am Ende ein Resultat erzielen können und erfolgreich sein, so dass du dir heute gar nicht vorstellen kannst, dass du zu dieser Leistung fähig bist. Und die Menschen, die dich umgeben, können sich nicht vorstellen, dass du zu dieser Leistung fähig bist, zu der du fähig bist, zu der du das Potenzial besitzt. Die Voraussetzung ist nur, dass du dich auf deine Talente fokussierst und sie über Jahre permanent weiterentwickelst. Bis zum nächsten Mal.